ich fühle mich danach gut, ne? Es sieht aufgeräumter aus. Und wenn du dann nachher arbeitest, wählst du da wieder hinhängst, machst das sauber, das sind ein paar Minuten. Aber lässt du das schludern, hast du danach immer halbe Stunde bis Stunde, bis du dein Werkzeug sauber hast oder geordnet hast. Und so machst du nach dem Arbeitsjob sofort, hast du sofort wieder griffbereit zum nächsten Job halt. Klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist aber alles andere als das. Die Werkstätten im Chemiepark Mahl haben sich neu aufgestellt. Aber nicht irgendwie, sondern mit Systemen. Dem System TPM, Total Productive Management. Wie im Chemiepark und bei Evonik insgesamt soll mit TPM noch mehr Organisation in die tägliche Arbeit Einzug halten. Hatten ja selber eigentlich schon einen guten Grund. Ja. Ja, und jetzt dadurch wurde es erweitert und noch strukturierter halt. Ne? TPM steht in der Praxis aber nicht nur für einen strukturierteren Arbeitsplatz. Vielmehr geht es auch darum, mögliche Verluste und Verschwendungen zu reduzieren, um maximal produktiv arbeiten zu können. Jedes Gerät, jede Schraube, jedes Paar Handschuhe, alles hat einen eigenen Platz und eine eigene Beschriftung. Jedes Werkzeug, jedes Fach. Und auch wenn die 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstätten rund ein Jahr lang gemeinsam geplant und umgebaut haben, TPM war natürlich erstmal eine Umstellung. Jeder hat ja sein eigenes System schon gehabt, verschiedene Arbeitsorganisationen und einer da saß und da sollte jetzt vereinfacht werden und ein neues Grundkonzept halt hin und da waren viele halt skeptisch, ja klar. Aber da auch eigene Ideen besonders erwünscht sind, wurde das Konzept voll angenommen. Das liegt auch daran, dass die Nachfrage nach den Instandhaltungsarbeiten der Werkstätten im Chemiepark stetig steigt. Vor allem in den Kohle- und Gas- und Dampfkraftwerken. Damit steigen auch die Leistungsanforderungen an alle. Und trotzdem. Bisher läuft das sehr gut. Die Basis ist also geschaffen. TPM fängt für die Werkstätten und ihre tägliche Arbeit nun aber erst so richtig an, denn neue Ideen und Optimierungspotenzial gibt es immer. Evonik. Leading Beyond Chemistry.